Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Jahre 2016 zum ersten Mal. Also ich hoffe, Sie haben sich während der Weihnachtszeit ein bisschen entspannt. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Telefongespräche, auf Deutsch natürlich. Wir werden aber auch über E-Mails und auch ein bisschen über die ja, sogenannte Handelskorrespondenz sprechen. Hoffentlich werden Sie den heutigen, Entschuldigung, Wortschatz in Ihrem beruflichen Leben verwenden. Wenn Sie ja diesen Wortschatz schon kennen, vielleicht wird das eine kleine Wiederholung sein. Also noch einmal herzlich willkommen. Wir werden natürlich ja zwei Treffen zu diesem Thema haben. Heute haben wir das erste Treffen und im nächsten Monat das zweite. Also es gibt ja vieles. Es gibt ja vieles in diesem Thema oder in diesen Themen. Und ich möchte das ein bisschen vielleicht umfangreicher machen. Also guten Tag. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie świątecznej, po przerwie noworocznej i bardzo się cieszę, że Państwo znów wzięli udział w naszym webinarium. Dzisiaj oczywiście będziemy zajmować się rozmowami telefonicznymi po niemiecku, ogólnie trochę komunikacją i również pisaniem maili, bo niektóre zwroty będą przydatne i tu, i tu. Ja dzisiaj zacznę też temat korespondencji handlowej, biznesowej i myślę, że będziemy ten temat kontynuować również w następnym miesiącu, bo jest to temat dość obszerny. I oczywiście w ciągu naszych 50 minut do ewentualnie godziny trudno będzie go zrealizować. Oczywiście dlatego zapraszam serdecznie na kolejne spotkanie. Also, wie telefoniert man erfolgreich auf Deutsch? Das ist der Titel unseres heutigen Treffens. Po niemiecku przez telefon. A wie Anton habe ich geschrieben und B jak Barbara auf Polnisch. Und ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage am Anfang unseres heutigen Treffens. Was ist Ihr beliebtes Kommunikationsmedium? Und wir haben hier ein paar Möglichkeiten, also persönliche Kommunikation, zum Beispiel Gespräche führen, ja, also sich miteinander mit anderen Leuten eigentlich unterhalten. Dann haben wir soziale Netzwerke, vielleicht kommunizieren Sie sich gern zum Beispiel durch Facebook oder andere soziale Netzwerke. Dann SMS-Nachrichten, also simsen Sie oder nicht? Nicht so gern, ja, simsen Sie bestimmt natürlich. Und dann haben wir das Telefon, also traditionelle Telefongespräche führen. Vielleicht das ist Ihr beliebtes Kommunikationsmedium. Und wir haben auch zwei andere Möglichkeiten, also die E-Mails schreiben und Instant Messaging und auch vielleicht ja andere. Also bitte schreiben Sie jetzt in das Questions-Fenster, wie das bei Ihnen aussieht. Ja, also welches Kommunikationsmedium Sie am liebsten, am häufigsten verwenden. Ja, manche Leute schreiben gerne E-Mails, manche Leute sprechen gerne, manche Leute telefonieren gerne mit anderen. Also, naja, ich warte auf die Antworten und ich bekomme schon die ersten Antworten. Also das Telefon, okay. E-Mails, die E-Mail, aha, persönliche Kommunikation. Vielen Dank für die Antworten. Ich habe auch soziale Netzwerke. Ja, diese Antwort habe ich auch bekommen. Also vielen Dank. Jeszcze może powiem po polsku, bo tutaj jest pytanie, jaki jest Państwa ulubiony środek komunikacji międzyludzkiej, powiedzmy sobie tak. Czy jest to na przykład e-mail, czy taka komunikacja osobista, czyli prowadzenie rozmów po prostu z kimś oko w oko, czy też być może portale społecznościowe, czyli komunikacja przez na przykład Facebooka, czy też może SMS-y, czy jakieś inne. Okay, also ich habe schon viele, viele Antworten bekommen. Also vielen Dank für alle Antworten. Vielen Dank. Und wir setzen fort. Wie können wir uns also kommunizieren? Wir haben hier vier sozusagen Medien, könnten wir sagen, ja, also E-Mails, Gespräche, SMS-Nachrichten und das Telefon. Und welche Verben können wir in diesem Kontext eigentlich verwenden, ja? Also Nummer eins ist E-Mails und dann. Wir können natürlich ja E-Mails schicken. Wir können E-Mails senden und das ist dasselbe. Wenn jemand eine E-Mail schreibt, an uns schreibt, ja, dann empfangen wir eine E-Mail, bekommen wir eine E-Mail. Manchmal oder sehr häufig eigentlich müssen wir die E-Mails beantworten oder auf die E-Mails antworten. Manchmal, und das kommt auch sehr oft vor, müssen wir verschiedene E-Mails weiterleiten.
an andere Personen weiterleiten. Und manchmal löschen wir auch E-Mails, also nach einiger Zeit, oder bekommen wir Spam und dann wollen wir oder müssen wir diese E-Mails löschen. Also schicken, wysyłać, senden auch wysyłać, empfangen, odbierać, otrzymywać, beantworten, odpowiadać, die E-Mails beantworten, weiterleiten, przekazywać dalej, czyli forwardować. Forwarden können wir auch auf Deutsch sagen, aber das ist vielleicht ein bisschen zu viel, ja. Und dann löschen, kassować. Dann haben wir Nummer zwei, Gespräche. Also Gespräche führen wir. Manchmal müssen wir natürlich ja Gespräche beenden. Manchmal unterbrechen wir jemanden, ja, oder stören wir auch jemanden, wenn jemand ein Gespräch führt. Und manchmal mischen wir uns in ein Gespräch ein. Manchmal ist das eine gute Lösung, manchmal ist das eine schlechte Lösung, aber wir haben auch solch eine Wendung auf Polnisch. Und dann Nummer drei, das sind SMS-Nachrichten. Wir können natürlich ja SMS-Nachrichten schreiben. Wir können ja aber auch das Verb simsen verwenden. Und simsen bedeutet SMS-Nachrichten schreiben. Aber das ist ja natürlich nicht sehr formell. Und in der formellen Kommunikation werden wir dieses Wort eher nicht verwenden. Und wir können natürlich ja etwas auch einige Informationen zum Beispiel per SMS mitteilen. Und wir schicken natürlich SMS-Nachrichten und empfangen wir auch SMS-Nachrichten via auch E-Mails. Und schließlich haben wir das Telefon. Das Telefon klingelt, ja, und dann müssen wir natürlich ja oder möchten wir nicht so gerne ein Gespräch führen. Und manchmal hängen wir uns ans Telefon, ja. Also wir haben sehr, sehr viel zu sagen und wir führen ein sehr, sehr langes Gespräch, ja. Also das können wir auch mit dem Telefon machen. No to jeszcze teraz po polsku tylko, jeżeli chodzi o telefon. Telefon oczywiście dzwoni i czasami możemy się uwiesić na telefonie, czyli prowadzić bardzo długie rozmowy. Chciałabym jeszcze po polsku zwrócić uwagę na to słowo zimsen. To jest takie fajne, nieformalne słowo na właśnie pisanie SMS-ów. Zesmsować się coś w tym stylu, prawda? Also ich habe ihn gesimst, ja. Und dann etwas per SMS mitteilen, to jakąś wiadomość przekazać. W jakiś sposób też jakieś informacje być może przekazać. Oczywiście schicken, empfangen, to już jest jasne. I na przykład sich in ein Gespräch einmischen, to wmieszać się do rozmowy, ewentualnie przeszkodzić, unterbrechen. Stören, to będzie praktycznie to samo też, co unterbrechen, also jemanden stören, können wir auch sagen. Also das sind die Verben, die wir ziemlich wichtig finden können, wenn wir verschiedene Kommunikationsmedien verwenden. Und wie wird man sich in der Zukunft kommunizieren? Solche Fragen stellen sich die Experten ziemlich oft und wir denken auch manchmal daran, wie die Menschen sich in der Zukunft kommunizieren werden, ob wir eigentlich uns miteinander unterhalten werden oder vielleicht nicht mehr. Vielleicht verwenden wir nur elektronische oder andere Art und Weisen. Und das ist ja eine Frage eigentlich. Das ist die Frage Nummer eins. Wird der Bedeutung der persönlichen Kommunikation in den nächsten 5 Jahren, also das ist eine kurze Perspektive, zunehmen, gleich bleiben oder abnehmen? Was denken Sie? Was glauben Sie? To jeszcze zadam to pytanie po polsku, bo często zastanawiamy się, jak będzie wyglądać nasza komunikacja w przyszłości. Teraz faktycznie zmiany następują bardzo szybko, jeżeli chodzi o ten rozwój technologiczny. Często zadajemy sobie na przykład pytanie, czy osobista komunikacja, czyli rozmowa z kimś twarzą w twarz, w ciągu przyszłych 5 lat będzie wzrastać na znaczeniu, czy też no, będzie tak samo ważna jak teraz, czy też być może to znaczenie będzie spadać. Also zunehmen, przybierać na czymś, na wadze też niestety. Abnehmen, to może być schudnąć, ale może być też właśnie na przykład die Bedeutung abnehmen, albo gleich bleiben, ja? Czyli zostać na tym samym poziomie. Also bitte schreiben Sie die Antworten in das Questionsfenster ein. Tragen Sie die Antworten in das Questionsfenster ein. Ich warte natürlich am ein paar Sekunden, gleich bekomme ich die erste Antwort. Mhm. Also gleich
bleiben. Das war die erste Antwort. Ich habe auch die zweite Antwort bekommen. Frau Anja, vielen Dank. Und das ist abnehmen. Und Frau Isabella hat auch abnehmen geschrieben. Vielen Dank. Und Frau Julita zunehmen. Okay. Na, vielleicht kommunizieren wir uns zu oft durch zum Beispiel Facebook oder andere elektronischen Art und Weisen. Und deswegen vielleicht werden wir diese direkte Kommunikation brauchen. Weiß ich nicht. Gleich bleiben. Frau Elisabetta, vielen Dank. Okay, also vielen Dank für die ersten Antworten. Und die zweite Frage jetzt. Und wenn es um die Bedeutung von Instant Messaging geht, abnehmen, gleich bleiben oder zunehmen? Was denken Sie? Zunehmen, vielen Dank, Herr Piotr. Zunehmen, Frau Anja. Gleich bleiben, Herr Pavel, vielen Dank. Zunehmen, Frau Renata, vielen Dank. Vielen Dank für die Antwort. Ja, also zunehmen. Ja, diese Art und Weise ist jetzt wirklich in, sozusagen. Das können wir bestimmt sagen. Zunehmen, Frau Isabella, vielen Dank. Also fast alle haben geschrieben, dass diese Art der Kommunikation an Bedeutung in der Zukunft an Bedeutung gewinnen wird. Okay, na, in 5 Jahren sehen wir vielleicht, ob das stimmt oder nicht. Okay, und was sagen die Deutschen dazu? Also es wurde natürlich eine Umfrage geführt. Und Statista.com hat solch eine Frage gestellt. Naja, die Bedeutung der persönlichen Kommunikation wird laut den Deutschen zunehmen. So haben 31% der Befragten geantwortet. Und dann gleich bleiben, das waren 61% und abnehmen 7%. Also ich glaube, das ist eine eher positive Perspektive oder eine positive Vorhersage. Also es scheint mir, dass die Deutschen an die Bedeutung der persönlichen Kommunikation wirklich glauben. Und das, glaube ich, ist eher positiv. A więc Niemcy sądzą, że znaczenie osobistej komunikacji, czyli komunikacji face to face, powiedzmy sobie tak, będzie na tym samym poziomie. Tutaj 61% Niemców tak uważa. Natomiast, że nabierze większego znaczenia, to sądzi 31%. Natomiast, że to znaczenie tego bezpośredniego kontaktu spadnie, to tylko 7% ankietowanych. A więc to może daje nadzieję troszeczkę na tą komunikację interpersonalną. Und wenn es um die Bedeutung von Instant Messaging geht, da glauben 30% der Deutschen, dass diese Art der Kommunikation an Bedeutung gewinnen wird. Gleich bleiben, das waren 56% der Befragten und schließlich abnehmen, nur 13%, aber ich glaube, dass das wirklich ganz verständlich ist, ja. Also es ist schwer, glaube ich, Prognosen zu stellen, dass wir uns in der Zukunft durch Instant Messaging nicht kommunizieren werden. Also nur 13% glauben so. Czyli jeżeli chodzi o znaczenie tego Instant Messaging, no w zasadzie też można to tak powiedzieć po polsku, bo nie, po angielsku w zasadzie, no to tutaj 30% Niemców uważa, że to znaczenie wzrośnie. No pewnie słusznie. 56% zakłada, że się nie zmieni. 57% w zasadzie. Natomiast 13% uważa, że to znaczenie spadnie. No raczej pewnie wzrośnie, no ale to też zobaczymy za 5 lat. Schließlich können wir das Ziel unseres heutigen Treffens sehen. Also wir werden heute die mit den Telefongesprächen und auch E-Mails verbundenen Wörter und Wendungen üben. Und wir werden auch eine Einleitung zur Handelskorrespondenz führen. Das wird eine Einleitung sein, aber ich hoffe, wie ich schon gesagt habe, dass Sie diese Wendungen und diese Wörter in der Zukunft in Ihrem Hauptgeschäftsleben verwenden werden. Also das war das Ziel. Wir brauchen auch eine Agenda, wie immer. Also Telefongespräch auf Deutsch,
Die Buchstabiertafel, darauf werden wir uns ein bisschen konzentrieren. Das ist für die Deutschen sehr wichtig und auch für die Polen, die Kontakte zu Deutschen haben. Das könnte ich sagen, auch aus meiner eigenen Erfahrung. Und dann wichtige Wörter und Wendungen natürlich. Das ist der Schritt Nummer zwei. Also das ist der große Punkt eins unserer heutigen Agenda. Und in Punkt zwei sehen Sie hier, also Tipps für erfolgreiche Telefongespräche. Ah, natürlich groß geschrieben soll das sein, Entschuldigung. Und dann wichtige Tipps, Einleitung zur Handelskorrespondenz. Wenn es Fragen und Übungen gibt, sehen Sie immer dieses Zeichen. Aber das wissen Sie schon. Gdy pojawią się pytania i ćwiczenia, to zawsze widzą Państwo w pewnym miejscu na slajdzie, auf der Folie also, so ein Zeichen, taki znak. To właśnie znaczy, że trzeba odpowiedź, czy też otwartą, czy też jakąś tam zamkniętą, wpisać w okienko questions. Okay, also wir beginnen mit der Buchstabiertafel. Natürlich, die Deutschen mögen, lieben, könnten wir auch sagen, Normen und Regeln und Ordnung und so weiter. Also diese Buchstabiertafel ist auch laut dem Deutschen Institut für Normung sozusagen geschrieben, aufgeschrieben, aufgelistet und auch korrigiert dann. Also wenn wir uns mit den Deutschen kommunizieren, ja, manchmal haben wir verschiedene Probleme. Manchmal ist das Problem zum Beispiel unseren Namen zu buchstabieren, ja, und dann wissen wir nicht, wie wir das machen können. Manchmal sind die Buchstaben sehr ähnlich und wir können die Buchstaben nicht so korrekt am Telefon hören. Und dann denken wir dann, wie wir eigentlich diese Nachricht geben könnten. Und deswegen ist diese Buchstabiertafel sehr, sehr bequem, würde ich sagen. Und wir können diese Buchstabiertafel immer verwenden, wenn wir etwas buchstabieren möchten. Also zum Beispiel unsere E-Mail-Adresse oder unseren Namen. Und ja, denn das ist für die Deutschen manchmal sehr, sehr schwer und auch natürlich umgekehrt. Also wenn die Deutschen auch komplizierte Vornamen, Namen haben, ja, dann können wir das auch behilflich finden. Also, wie ich schon gesagt habe, die Deutschen haben das geregelt. Also man sagt A wie Anton, Ä wie Ärger, B wie Bertha, C wie Cäsar, CH, ja, also Sch wie Charlotte, ja, dann D wie Dora, E wie Emil, F wie Friedrich, G wie Gustav, H wie Heinrich, I wie Ida, J wie Julius, K wie Kaufmann, L wie Ludwig, M wie Martha und wie, ja, also immer wie. Czyli jak, N jak, also N wie Nordpol, ja, O wie Otto, Ö wie Ökonom, P wie Paula, Q wie Quelle, R wie Richard, S wie Samuel, Sch, ja, das ist so Sch-Laut, ja, wie Schule, SZ, da haben wir, das ist kein scharfes S, also nicht mehr. In Österreich, ja, sagen die Leute, scharfes S und in Deutschland sagen die Leute SZ und dann T wie Theodor, U wie Ulrich, Ü wie Übermut, V wie Viktor. Oh, Viktor mit V und nicht mit W. Wieso habe ich das so geschrieben? Und dann W wie Wilhelm, Xantippe, dann haben wir Y, also Ü wie Y und Z wie Zacharias. Also das sind diese Buchstaben. Und wenn zum Beispiel ich habe so eine Situation erlebt, also ich habe diese Buchstabiertafel in der Vergangenheit nicht so ganz gut gekannt. Und dann versuchte ich etwas zu buchstabieren und ich sagte A wie Anna oder so etwas, ja, aber das ist A wie Anton, ja, wurde ich korrigiert. Also vielleicht ist das eine gute Idee, diese Buchstabiertafel zu üben oder dabei zu haben, ja, damit wir diese Tafel immer konsultieren können. Jeszcze dwa słowa po polsku. V wie Wiktor, tak, powinno być przez V, Wiktor, i wydawało mi się, że to poprawiłam, ale widocznie
tylko mi się wydawało niestety, oczywiście przez V i jak będę wysyłać materiały, to już będzie przez V. V powinno być w nawiasie i Wiktor też przez V, jak najbardziej Wiktor. Also V. Natürlich. Ale chciałabym powiedzieć jeszcze, że ta tabela jest dosyć istotna, bo faktycznie Niemcy się jej trzymają i faktycznie potrafią poprawić, jeżeli ktoś przeliteruje, używając na przykład innego imienia czy innego słowa, na przykład powie A jak Anna, albo jakiegoś innego imienia czy rzeczy użyje, no i wtedy oni tak podpowiedzą, że nie, bo to jest A jak Anton. I gdy mówimy jak, no to oczywiście wie, nie? Also wie, mit wie. I to jest naprawdę dosyć przydatne przy naszych dosyć trudnych nazwiskach. Bardzo bym chciała, żeby Państwo się przypatrzyli tej tabelce. Also bitte sehen Sie jetzt diese Buchstabiertafel. Also vielleicht ein paar Sekunden, ja. Widmen wir jetzt. Okay. Und jetzt machen wir eine kleine Übung. Machen wir eine kleine Übung. Die Übung sehen Sie jetzt auf dieser Folie. Also können Sie die folgenden Vornamen buchstabieren? Also wir haben einen polnischen Namen und das ist Simon und einen deutschen Namen Helga. Ja, diesen Namen kennen wir sehr gut. Also wir können wählen zum Beispiel, ja. Wenn wir Simon bevorzugen, dann buchstabieren wir Simon und wenn wir Helga bevorzugen, dann buchstabieren wir Helga, ja, das ist kein Problem, ja. Vielleicht zwei Namen zu buchstabieren, das wäre ein bisschen zu kompliziert oder würde es zu lange dauern. A więc prosiłabym Państwa, żeby zobaczyć, czy udało się Państwu zapamiętać któreś z tych być może wyrazów. Chcemy na przykład przeliterować komuś imię Szymon albo ktoś nam literuje imię Helga, a my na przykład nie jesteśmy pewni, jak to zapisać. To jak byśmy przeliterowali? Może na przykład tego Szymona. Jakby ktoś spróbował, oczywiście wpisując odpowiedzi w okienko questions, to byłoby bardzo fajnie. Und ich bekomme schon eigentlich die ersten Antworten, das sind ja die Beginne der ersten Antworten, aber trotzdem vielen Dank. Frau Anja, vielen Dank. Ja, S und Z. Diese Buchstaben sind korrekt. Ja, Herr Piotr hat schon alles buchstabiert. Vielen Dank für die Antwort. Mhm. Herr Pavel, vielen Dank für die Antwort. Ja, O ist vielleicht nicht korrekt, aber trotzdem sehr, sehr gut. Oh, Frau Elisbeta, vielen Dank. Aber wie schreiben wir mit W, okay? Nicht mit V, sondern mit W. Das ist korrekt. Aber sehr gut. Schön. Mhm. Sie haben ein gutes Gedächtnis oder Sie kennen diese Tafel sehr gut. Oh, Isabella, vielen Dank. Der Beginn ist wirklich gut und die zweite Buchstabe ist auch gut. Ich warte natürlich auf andere Antworten auch. Okay, Ü ist auch korrekt, super. M ist korrekt. Vielleicht warte ich noch ein paar Sekunden. Może jeszcze zaczekam chwilkę na osoby, które by chciały jeszcze to przeliterować, któreś z tych imion. Ale bardzo dziękuję za odpowiedi. Vielleicht nehme ich das jetzt und zeige ich ja diese Buchstaben. Vielen Dank also für alle Antworten. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi, za wszystkie przeliterowania. Also wir haben S und das ist S wie Samuel. In der Vergangenheit war das Siegfried, ja, und jetzt verwenden die Österreicher noch Siegfried, aber die Deutschen sagen jetzt S wie Samuel. Dann haben wir Z wie Zacharias, ja, Ü wie Y, ja, super, M wie Martha, O wie Otto. Super. Und N wie Nordpol. Nordpol, das ist Biegun Północny, ja? Taka powtórka. Und dann haben wir diesen zweiten Namen. Also H wie Heinrich. Sehr schön. E wie Emil. L wie Ludwig. Und was haben wir noch, Frau Elspeta? G wie Gustav. Sehr schön. Und dann haben wir A und A. Kennen wir alle, glaube ich, ja. A ist sehr leicht, A wie Anton. Ja, also natürlich kann man auch sagen, so etwas wie Heinrich, ja, und zum Beispiel, oder Samuel,
Zacharias, Y, Martha, Otto, Nordpol. Ja, aber wir sagen sehr oft S wie Samuel, ja, dann Z wie Zacharias und dann Ö wie Y und so weiter. Aber wenn wir nicht so viel Zeit haben, können wir das auch ohne wie sagen. Und manchmal müssen wir auch unsere E-Mail-Adressen buchstabieren, ja? Und das ist manchmal auch ziemlich kompliziert. Wir haben also viele Zeichen, viele Buchstaben ja auch. Also wir haben zum Beispiel so eine E-Mail, solch eine E-Mail-Adresse, akowalska@gmail.com. Also was haben wir hier? Hier haben wir at, das ist, das sagen wir wie auf Englisch. Dann haben wir dieses Zeichen und das ist Punkt, also a.kowalska at gmail.com, ja. Natürlich manchmal, wenn der Name sehr, sehr kompliziert ist, müssen wir auch den Namen buchstabieren, ja. Also a wie Anton, Punkt, k wie Kaufmann und so weiter, ja. Das machen wir so. Ich habe auch eine Situation erlebt, wo ein Deutscher wusste nicht, dass PL, das ist ja wie Polen, ja. Also ich musste auch Paula Ludwig am Ende sagen. Also das ist natürlich ja je nachdem. Manchmal hören die Leute nicht so gut, manchmal ist die Verbindung nicht so gut, ja. Und deswegen könnte das natürlich ja Probleme bereiten. Und dann haben wir eine zweite Möglichkeit. Also wir haben dieses Zeichen, ja, vielleicht zeige ich das so hier. Und dieses Zeichen verwenden wir sehr oft und haben wir sehr oft in unseren E-Mail-Adressen. Also wie heißt dieses Zeichen? Dieses Zeichen heißt der Unterstrich und dann at gmail.com natürlich. Und die dritte Möglichkeit, ich weiß nicht, ob diese Möglichkeit eigentlich existiert, aber trotzdem habe ich dieses Zeichen auch hier geschrieben. Manchmal, wenn wir zum Beispiel Referenzen geben oder solche Sachen, ja, also Referenznummern oder zum Beispiel andere Dokumente, ja, müssen wir so klassifizieren oder sowas, ja, und dann brauchen wir dieses Zeichen. Also das ist der Bindestrich. Oder Minus. Manchmal sagen wir auch Minus, ja. Also auf Polnisch ist Bindestrich eigentlich Łącznik, also dieses kurze Zeichen. Aber sehr oft umgangssprachlich, ja, sagt man Myślnik, ja. Also Bindestrich, no to jest Myślnik, Łącznik w zasadzie technicznie rzecz biorąc. I bardzo często na to się mówi Minus, ja. Also ich habe bemerkt, dass die Deutschen sehr, sehr oft Minus hier sagen und nicht Bindestrich. Aber Bindestrich geht auch natürlich, ja. Das ist auch möglich, auch korrekt und auch super. Also natürlich brauchen wir eine kleine Übung. Können Sie jetzt die folgende E-Mail-Adresse buchstabieren? Und diese E-Mail-Adresse sehen Sie jetzt auf der Folie, also fnowak@pl. Also vielleicht nicht mit allen Buchstaben, vielleicht nur den Beginn, wie wir das beginnen. Vielleicht zeige ich diese Zeichen. Wie heißt dieses Zeichen? Wie heißt dieses Zeichen? Und wie heißt dieses Zeichen? Ja, das ist vielleicht am wichtigsten und ich bekomme schon die ersten Antworten. Frau Anja hat alle Zeichen geschrieben und genannt. Sehr schön. Und dann Herr Piotr hat das auch gemacht. Super, sehr schön. Frau Isabella hat auch begonnen, ihre Antwort zu geben. Sehr schön. Okay. Und vielleicht warte ich noch ein paar Sekunden für diejenigen, die darüber ein bisschen länger nachdenken möchten. Vielen Dank für alle Antworten natürlich. Frau Julita hat auch die Antwort gegeben. Oh, super. Frau Elsbieta hat den ganzen Beginn hier geschrieben. Also die Buchstabe am Anfang auch. Sehr schön. Vielleicht noch 2 Sekunden und dann versuchen wir das zu sagen. Okay, also ja, das ist F wie Friedrich, natürlich. Dann haben wir Unterstrich. Sehr schön, das haben alle so geschrieben. Nordpol, Otto, W wie Wilhelm, A wie Anton, K wie Kaufmann. Und dann haben wir at, O wie Otto, N wie Nordpol, E wie Emil,
T wie Theodor, Punkt PL, also Paula Ludwig. Vielen, vielen Dank für alle Antworten. Ich hoffe, dass das eine gute Wiederholung war. Also noch einmal F wie etwas. Czyli jeszcze raz powtarzam, że jak literujemy, to zawsze z tym, znaczy to V jest tak super poprawnie, ale oczywiście jak nie mamy czasu, tak jak mówiłam, to wystarczy same te imiona powiedzieć. Naprawdę bardzo pomaga. Okej. Also, Handels. Ukreskowane w nazwisku jest pytanie, jak sobie poradzić. Ja mam on w nazwisku i szczerze mówiąc, w mojej pracy poprzedniej po prostu gdzieś tam pracowałam przez jakiś czas, dużo rozmawiając przez telefon, po prostu mówiłam back, bo mówienie on. Zresztą nie wchodziła im ta litera nigdy i mieli tylko krzak wtedy, więc jeżeli jest to możliwe, to po prostu ja mówiłam back, also BAK. Ja und das war alles. W mailach na szczęście, w adresach mailowych to tych polskich liter nie ma, więc jakby nie ma tego problemu, ale w innych to po prostu zapisać najwyżej komuś ręcznie, wtedy jak się z kimś spotykamy, bo nie mam innego pomysłu. Also ja umyt Strich, ja, aber das sagt nicht vieles, glaube ich. Okay, also wir setzen fort und wir sprechen jetzt über Handelskorrespondenz, E-Mails schreiben und formelle Telefongespräche auch. Also die Wendungen und die Wörter, die wir dabei verwenden können und verwenden auch sollen. Ich habe so eine Kompilation sozusagen, könnte man so sagen, vorbereitet. Also die Wendungen, die wir in verschiedenen Situationen verwenden können. Wir brauchen natürlich ja ein paar Worte zuschreiben, selbst zu schreiben, aber sonst noch haben wir so ein Muster. Also wir beginnen mit einer Anrede-E-Mail immer. Und das ist natürlich ja für die E-Mails, ja, und nicht für Telefongespräche. Also sehr geehrte Damen und Herren, das ist sehr formell. Sehr geehrter Herr Nowak, wenn wir den Namen kennen. Oder sehr geehrte Frau Nowak, ja, oder Frau Friedrich oder so etwas. Wenn das eine persönliche, natürlich ja, Sache ist und den Empfänger sehr gut kennen, können wir natürlich ja lieber, lieber schreiben. Also liebe Angela, lieber Piotr oder so etwas. Oder hallo, hi. Manchmal schreiben die Deutschen auch hi und auch in den Firmen. Ja, also das ist davon abhängig, was für eine Kommunikation oder Atmosphäre oder ja, solche Sachen, auch Körpersprache und so weiter in der Arbeit haben. Also manchmal können wir auch in den E-Mails Hallo oder Hi, wie auf Englisch, ja, schreiben. Das geht auch. Tutaj chciałam zaznaczyć, że oczywiście te zwroty używamy do pisania maili. Chciałabym zaznaczyć też, że zrobiłam taką kompilację na kilku slajdach różnych zwrotów, które są przydatne i w mailach, i czasami w rozmowach. Tam, gdzie będą rozmowy, to pojawi się inny znaczek oprócz tej koperty. No i jeszcze oczywiście zaczynamy od powitania naszych rozmówców. Oczywiście sehr geehrte Damen und Herren, to jest bardzo formalny mail. Natomiast jak kogoś znamy, ale jesteśmy w bardzo formalnych stosunkach, no to oczywiście sehr geehrter. Tutaj warto nie zapomnieć przypadkiem o tej końcówce, sehr geehrter, jeżeli do pani. No oczywiście kochany tam Piotrze, ale to bardziej w listach i oczywiście nieformalnych. Natomiast w mailach nieformalnych, ale zarówno biznesowych, tak naprawdę przy jakiejś nieformalnej komunikacji, jak i oczywiście nieformalnych osobistych, to można powiedzieć hallo czy hi. Jak najbardziej przechodzi. Schlussformel, also wie wir unsere E-Mails beenden. E-Mails oder auch SMS-Nachrichten manchmal, ja. Also das kommt auch natürlich ja vor. Also bei SMS-Nachrichten geht das auch. Und mit freundlichen Grüßen oder mit freundlichem Gruß. Diese zweite Form geht vielleicht eher in den Briefen. Also vielleicht mit freundlichen Grüßen, wenn wir eine sehr formelle E-Mail schreiben. Freundliche Grüße. Hier sind wir nicht so formell. Beste Grüße. Immer weniger formell und dann liebe Grüße, LG. Sehr oft in den SMS-Nachrichten schreiben die Deutschen LG, also liebe Grüße. Aber wenn wir das in der Arbeit machen, dann ist das vielleicht keine beste Idee. Ja? Also ich würde das eher vermeiden, so in der Arbeit, ja, Geschäftssituation. Aber das ist natürlich ja von der Situation und der ganzen Atmosphäre auch abhängig. Und ihr, ihre, wenn wir eine persönliche vielleicht
E-Mail oder einen persönlichen Brief schreiben. Aber liebe Grüße, ja, das geht da sehr, sehr oft. Und auch natürlich nur Vorname und Name, ja, also Anja Bong zum Beispiel, und das ist alles. Czyli jeżeli kończymy maile, no to jak mieliśmy tego bardzo formalnego maila, sehr geehrte Damen und Herren, to kończymy mit freundlichen Grüßen. I tutaj warto nie zapomnieć o tych końcówkach, bo to jest z datiwem oczywiście. Albo można też napisać jeszcze formalniej, w zasadzie mit freundlichem Gruß, czyli z pozdrowieniem, tak? Natomiast tutaj albo zapominamy o tej końcówce, niepoprawnie ją piszemy, a poza tym to jest takie bardziej już listowe, więc a teraz się listy bardzo rzadko pisze, więc tak naprawdę ta pierwsza forma. Niektórzy Niemcy skracają to do MFG, also groß geschrieben, klein geschrieben, groß geschrieben, aber das ist nicht im guten Ton, würde ich sagen. Ale to chyba nie jest najlepszy pomysł i nie jest to zbyt ładne, takie skróty, szczególnie w formalnej komunikacji, no bo oczywiście w nieformalnej to wszystko jakoś tam przejdzie. Freundliche się Grüße, troszkę mniej formalne, beste Grüße, liebe Grüße, bardzo często się pisze w SMS-ach, czy po prostu LG. No i oczywiście twój, twoja, to bardziej w jakichś tam osobistych listach i wyznaniach tym podobnych. Aber wir konzentrieren uns natürlich ja auf formelle Kommunikation, eher formelle und eher Geschäftskommunikation, ja. Also, wenn wir uns in der Arbeit, ja, kommunizieren möchten und wenn wir Geschäfte führen, wenn wir Kunden haben, mit Kunden telefonieren und so weiter, in formellen Situationen. Also, wenn wir eine Anfrage haben, ja, wenn wir eine Anfrage haben, können wir sagen oder schreiben. Ich würde gerne ein paar Informationen über Ihre Firma zum Beispiel erhalten oder bekommen. Ja, das können wir sagen und das können wir auch schreiben. Oder ich möchte ja ein paar Informationen über Ihre Firma erhalten. Oder gerne würde ich von Ihnen etwas bekommen. Czyli chętnie otrzymałabym coś od Państwa, chętnie otrzymałabym jakieś informacje na przykład na temat Państwa firmy. Tutaj musimy wstawić na temat czego oczywiście. Te ważne zwroty zaznaczyłam na niebiesko. Also das habe ich blau geschrieben, also markiert, ja. Also erhalten und bekommen, das ist otrzymywać. To znaczy generalnie to samo. Kriegen manchmal auch, aber das ist eher, also das ist nicht so formell, also eher umgangssprachlich. I oczywiście to zarówno w rozmowach telefonicznych, takich bardziej formalnych, jak i w mailach. Chciałabym od Państwa otrzymać informacje, chciałabym się od Państwa czegoś dowiedzieć. Also das war die Anfrage, czyli zapytanie. Prosimy o jakieś informacje. Wenn wir uns auf etwas beziehen möchten, das ist auch sehr wichtig, denn manchmal beziehen wir uns zum Beispiel auf einen Brief, auf ein Angebot, auf eine E-Mail, auf ein Gespräch und so weiter. Ja, also diese Situationen können natürlich ja sehr unterschiedlich sein. Und dann haben wir diese Wendung bezugnehmend auf etwas mit Akkusativ, also bezugnehmend auf Ihren Brief vom zum Beispiel 1. November 2015 oder Ihr Angebot, das Sie mir zugesandt haben oder Ihre Anfrage, ja, vom und dann Datum oder Ihre E-Mail vom und dann Datum, ja, das geht sehr, sehr oft und das können wir sehr oft in verschiedenen Situationen verwenden und auch bezugnehmend auf unser Telefonat, Gespräch, Treffen, ja, also wir haben wirklich viele Möglichkeiten. Gdy się na coś powołujemy, bo tak często jest, tak? Czyli na przykład dzwonię do Państwa w związku z czymś albo piszę do Państwa w związku z czymś, czyli na przykład w związku, w odniesieniu do, prawda, w związku z Państwa listem, z jakąś tam datą, czy też ofertą, którą Państwo nam przesłali, Angebot, czy też Państwa zapytaniem, czy też Państwa mailem z jakiegoś dnia, czy też powołując się na naszą rozmowę telefoniczną, rozmowę, czy też spotkanie. Also das können wir sagen, das können wir auch schreiben. Manchmal müssen wir uns auch bedanken, bei jemandem bedanken und dann schreiben wir oder sagen wir vielen Dank, ja, und das ist vielleicht am einfachsten. Das ist wirklich eine einfache Idee. Also ich möchte mich bei Ihnen bedanken, für etwas bedanken. Ja, das ist sehr kompliziert und wir können natürlich einen Fehler machen und dann ist das keine gute Situation für uns. Und das ist so wie Druck und so weiter. Also vielen Dank
vielleicht die einfachste Form, die wir verwenden können. Also vielen Dank für Ihre Nachricht, vielen Dank für Ihre E-Mail, vielen Dank für Ihr Interesse an der Firma, vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten, an unseren Dienstleistungen. Ja, also wir haben hier natürlich ja viele Möglichkeiten auch. Ich habe ein paar dieser Möglichkeiten hier aufgeschildert. Czyli dziękuję bardzo, po prostu. Tak najprościej, bo oczywiście jest ten zwrot, chciałbym Państwu podziękować za coś, ale teraz, bo Niemcy dawniej przy pisaniu maili i pisaniu szczególnie listów, jeszcze powiedzmy tam te 10 lat temu nawet, bardzo stosowali takie skomplikowane formy i strasznie długie i zanim tak naprawdę można było dojść, o co chodzi, no to trzeba było poświęcić na to trochę czasu. I nawet sami Niemcy to zauważyli w korespondencji między sobą, już nawet niekoniecznie z osobami z zagranicy. I teraz generalnie widać tendencję, żeby te zwroty upraszczać i po prostu, żeby pisać bardzo dziękuję za wiadomość i tyle, a nie chciałbym Państwu i tak dalej, tak? Czy jestem wdzięczna za coś tam i zanim dojdziemy do sedna, to piszemy trzy linijki tego maila, czyli vielen Dank. Tak samo w rozmowie oczywiście, vielen Dank. Bardzo dziękuję za wiadomość, bardzo dziękuję za maila, bardzo dziękuję za Państwa zainteresowanie naszą firmą, produktami, usługami. No i oczywiście różne inne rzeczy możemy tu wstawić. Interesse an etwas, mit Dativ, das ist natürlich ja auch ein gutes Wort, ja, oder eine gute Wendung. Also Interesse an etwas haben. Smalltalk, ja, manchmal müssen wir ein Gespräch zum Beispiel oder auch eine E-Mail irgendwie beginnen, ja, manchmal können wir nicht über das Geschäft so auf einmal sprechen. Also wir können natürlich ja diese Stammfrage stellen, wie geht es Ihnen? Ja, wie geht's dir? Wie geht's Ihnen? Und das ist natürlich ja immer eine gute Idee. Die Deutschen sind nicht so, sie fühlen sich nicht so gut, wenn sie Smalltalk führen müssen und die Polen, glaube ich, auch ein bisschen. Also wir sind keine Smalltalk-Meister zum Beispiel, könnte man sagen. Aber wie geht's Ihnen? Das ist eine gute Frage immer. Ich hoffe, alles läuft soweit gut. Mam nadzieję, że wszystko dobrze leci, tak, że wszystko układa się dobrze do tej pory. Tutaj możemy skomentować czasami to, że na przykład spotkaliśmy kogoś już wcześniej, na przykład na jakiejś konferencji. Also zum Beispiel, es war schön, Sie bei dieser Konferenz zu treffen, ja? Oder Sie bei dieser Messe zu treffen. Czyli przy okazji targów, na przykład przy okazji konferencji, było miło panią spotkać, czy pana spotkać. Albo es war schön, Sie mit Ihnen über dieses Thema zu sprechen, ja? Über das Thema moderne Technologien zu sprechen, ja? Das ist auch ziemlich gut und auch ziemlich bequem. Und ich hoffe, Sie haben auf der Konferenz viel neuen Input bekommen, ja? Das können wir auch verwenden, wenn wir zum Beispiel diese Konferenz eigentlich organisiert haben und möchten ein bisschen Feedback bekommen, ja? Also das ist auch eine gute Idee. Czyli w ten sposób możemy taki trochę small talk poprowadzić, nawiązać do jakichś wcześniejszych spotkań, czy też wyrazić nadzieję, że na przykład ktoś skorzystał z prowadzonej przez nas konferencji czy warsztatów na przykład. Also ich hoffe, Sie haben auf der Konferenz viel neuen Input bekommen. Czyli mam nadzieję, że Państwo skorzystali, dowiedzieli się dużo nowego na tej konferencji. Czyli to są też takie dosyć istotne sprawy, jeżeli chodzi o mówienie i pisanie. O, Entschuldigung, ich habe ein bisschen... Okay, das ist unsere Folie jetzt. Also um Informationen bitten, manchmal, sehr oft, fast immer, glaube ich, bitten wir um Informationen. Und wie können wir das machen? Also ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir einige Informationen bezüglich oder über etwas, ja, das einfach zusenden könnten. Könnten ist immer höflicher, ja, und das ist ja eine gute Form. Könnten Sie mir einige Informationen über etwas senden, auch höflicher als zum Beispiel können Sie, ja? Können Sie geht auch, aber könnten Sie ist höflicher. Czyli byłbym Państwu bardzo wdzięczny, gdyby mi Państwo wysłali jakieś informacje dotyczące, tak, odnośnie, bezüglich, tak, albo über, jak nie pamiętamy słówka bezüglich, to spokojnie możemy zapisać czy powiedzieć über, no bo tutaj głównie raczej w pisaniu, no ale gdzieś tam możemy też trochę wykorzystać w mówieniu, szczególnie tą drugą formę, könnten Sie mir, tak, czyli czy mogliby Państwo przesłać mi informacje dotyczące czegoś. Könnten Sie mir einige Informationen über etwas senden, über die neueste Preisliste senden zum Beispiel. Das ist, also
Das würde ich schreiben, das würde ich sagen, ja, wenn ich ein Telefon zum Beispiel Gespräch führe. Und schließlich, ja, zwei Möglichkeiten noch. Also ich wäre an, das ist auch eher schriftlich, ich wäre an weiteren Informationen über Ihre Produkte oder Dienstleistungen oder Angebote interessiert. Also an etwas interessiert sein, das ist mit Dativ. Und könnten Sie mir eine Broschüre, einen Katalog, Ihre aktuelle Preisliste zusenden? Das können wir auch sagen, nicht nur schreiben, sondern auch sagen. Czyli byłabym zainteresowana dalszymi informacjami na temat Państwa produktów, usług czy też ofert. No i czy mogliby mi Państwo przesłać aktualną broszurę, aktualny katalog, aktualny cennik? To też jest takie łatwiejsze, powiedzmy, łatwiejszy zwrot, który możemy zastosować też w mówieniu. No i mamy jeszcze kilka innych przykładów. Etwas bestätigen, also potwierdzamy. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich die Antwort bekommen habe, ja, oder dass ich, weiß ich nicht, zum Beispiel diese Einladung bekommen habe. Ich wollte nur den Termin unserer Verabredung bestätigen. Tak? Czyli chciałam jedynie potwierdzić termin naszego spotkania. Tak? Bo sich verabreden, to się umówić. Also die Verabredung, das ist so etwas wie Appointment. Ja? Dieses englische Wort auf Polnisch, na, haben wir Spotkanie po prostu, Termin ewentualnie. No i tutaj jemandem etwas mitteilen, czyli przekazać coś komuś, poinformować kogoś o czymś. Czyli cieszę się, że mogę Państwa o czymś tam poinformować. No i oczywiście jeszcze mamy odwieczne załączniki. Also wir haben auch Anlagen, ja, und Anlagen senden wir sehr, sehr oft. Anlagen oder Anhänge. Also wie schreiben wir das? Es gibt ja viele Möglichkeiten. Also als Anlage finden Sie. In der Anlage finden Sie. Anbei erhalten Sie. Czyli w załączeniu. Otrzymują Państwo albo znajdą Państwo. Im Anhang, w załączniku finden Sie den Vertrag zum Beispiel. Ja? Als Anlage oder im Anhang, das ist dasselbe in der Anlage. Auch möglich. Manche Experten, manche Leute vielleicht sagen, dass diese Wendungen vielleicht oder diese Sätze nicht sehr logisch eigentlich sind und dass alle Leute normalerweise sehen, wenn Sie etwas als Anlage bekommen. Also Sie sagen, dass wir das vielleicht nicht schreiben sollen, aber ich glaube, dass wir das eher schreiben und deswegen vielleicht ist das eine gute Idee, diese Wendungen zu kennen. Niektórzy twierdzą, że tego już nie ma sensu pisać, bo przecież każdy widzi, czy jest załącznik, czy nie, ale myślę, że też w tej powodzi maili czasami mogą się te załączniki gdzieś tam zgubić albo ktoś nie zauważy. Także być może warto to zdanie jednak zapisać. Und weitere Unterstützung. Sie können mich auch jederzeit telefonisch oder per E-Mail erreichen, wenn Sie noch weitere Informationen benötigen sollten. Ja, das ist eine schriftliche Form, aber eine eher mündliche Form, schriftliche und mündliche. Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Das geht auch für Präsentationen, also wenn wir zum Beispiel Reden halten. Ja, das wird auch ziemlich oft verwendet. Czyli mogą Państwo się ze mną zawsze skontaktować mailowo, jeżeli będą Państwo potrzebować jakichś dalszych informacji. Gdy mają Państwo dalsze pytania, proszę się nie wahać. Zögern Sie bitte nicht, skontaktować się ze mną. Also, das sind ja auch diese zwei Sätze, die ziemlich oft verwendet werden. Und zu weiterem Kontakt anregen, zachęcanie do dalszego kontaktowania się. Also ich freue mich auch von Ihnen zu hören, darauf von Ihnen zu hören, czyli już się cieszę na to, że tak na pewno z Panem się w przyszłości skontaktuję, że będę od Pana słyszał, w tym sensie, że Pan się będzie ze mną kontaktował. Ich freue mich darauf, mit Ihnen zukünftig zusammenzuarbeiten, czyli cieszę się na naszą przyszłą współpracę. Also ich freue mich darauf, ja, das ist mit der Zukunft verbunden. Und zum Schluss haben wir vielleicht eine größere Übung. Wir haben hier vier Sätze und ich möchte, dass Sie jetzt versuchen, diese Sätze,
so gut wie möglich zu übersetzen. Okay, wenn Sie nicht alle Sätze machen möchten, können Sie zum Beispiel zwei wählen, ja, und dann versuchen, diese Übersetzungen in das Questions-Fenster einzutragen. Tutaj mamy cztery zdania, które prosiłabym, żeby przetłumaczyć, jeżeli ktoś ma tyle determinacji i czasu. Jeżeli nie, no to wybrać sobie na przykład dwa z tych zdań i spróbować się z nimi uporać, albo po prostu nawet te podkreślone zwroty. Przynajmniej niektóre z nich. Czy Państwo pamiętają? Być może Państwo oczywiście wcześniej je wszystkie znali, ale to w kwestii takiego podsumowania. Za chwilę zobaczymy, jak to będzie brzmiało. Ich habe eigentlich schon die ersten Wörter oder Wendungen bekommen und vielen Dank. Vielen Dank, Herr Piotr. Otrzymać ist korrekt, w związku z jest korrekt. Ja, und Nummer 3. Ja, ich warte darauf noch ein bisschen. Wir haben ein bisschen Zeit. Also ich warte natürlich einen Moment. Można nawet wybrać jedno zdanie. Also Sie können auch natürlich ja einen Satz wählen. Czyli chciałbym otrzymać kilka informacji na temat Państwa oferty. To jest na przykład taka dosyć krótka wypowiedź albo w związku z naszą rozmową. To już może nie trzeba kończyć, ale chociaż jak zapisać w związku z albo bardzo dziękuję za wiadomość, to będzie dosyć łatwy zwrot, myślę. Mam nadzieję, że dobrze Panu leci, że wszystko w porządku, tak? To też myślę, że nie jest takie trudne. Also ich hoffe, das auch nicht zu schwer. Und ich habe natürlich ja die Antworten bekommen, also Herr Piotr, wie ich schon gesagt habe, und auch Frau Elspeta hat etwas geschrieben, vielen Dank, sehr schön. Und Frau Anja hat ja auch zwei Wendungen eingetragen, vielen Dank. Frau Isabella, sehr schön mit Nummer 3. Und Frau Elspeta, aber Angebot ist das, ja? Also Ihr Angebot. Aber trotzdem ist alles super. Alles ist super, super trotzdem. Also das Angebot, ja? Das ist nur eine Kleinigkeit. Okay, vielleicht die letzten 10 Sekunden für diejenigen, die darüber ein bisschen länger nachdenken möchten und vielleicht da irgendwelche Fragen hätten. Gdyby Państwo jeszcze chcieli spróbować któreś z wyrażeń zapisać, to jeszcze kilka sekund. Und jetzt können wir das korrigieren. Also ich werde gerne, oder ich möchte, ja, das ist auch möglich, ein paar Informationen über Ihr Angebot, also das Angebot, erhalten. Das ist Nummer 1. Nummer 2, Bezug nehmend auf unser Telefongespräch vom 10.01.2016, möchte ich nach ein paar Details fragen, ja? Also fragen nach, pytać o coś, o kilka szczegółów. Ein paar to kilka, tak? Einige też jak najbardziej można użyć. Können wir auch verwenden. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Das war super. Ich werde Sie gerne über weitere Veränderungen informieren. Ich hoffe, dass es Ihnen gut geht. Czyli mam nadzieję, że wszystko u Pana w porządku, u Pani w porządku. Ich hoffe auch, dass Sie diese Konferenz interessant fanden, gefunden haben. Czyli mam nadzieję, że uznali Państwo, czy też uznał Pan tą konferencję za ciekawą. Also, das sind diese vier Beispielsätze. Nächstes Mal sprechen wir auch ein bisschen über Tipps und auch mehr Wendungen, wenn es um Telefongespräche und auch Tipps, wenn es um Handelskorrespondenz geht, sprechen. Und ich werde über diese Veränderung dieser Mentalität, ja, der Deutschen sprechen, wenn es um diese langen Formen geht, ja. Also dieses Thema werden wir auch nächstes Mal kurz besprechen. Następnym razem powiemy sobie jeszcze więcej o tych wskazówkach, jak prowadzić takie efektywne rozmowy telefoniczne oraz również o wskazówkach dotyczących tego, jak nie pisać nadmiernie długich i skomplikowanych maili na przykład. No bo Niemcy, tak jak mówiliśmy, od tego odchodzą i jest parę osób na ten temat się całkiem ciekawie wypowiedziało i podało przykłady. Und jetzt machen wir eine kleine Wiederholung. Also der Unterstrich, das war podkreślnik, der Bindestrich, łącznik, buchstabieren, literować, erhalten, bekommen. Der Brief, das Angebot, die Anfrage, das Treffen, die Nachricht, die Preisliste, die Anlage oder der Anhang, der Vertrag, bezugnehmend auf plus Akkusativ, bezüglich.
Und dankbar, also ich wäre Ihnen sehr dankbar, zum Beispiel etwas benötigen, interessiert sein an etwas, ja, mit Dativ, also jemandem etwas mitteilen, also jemanden über etwas informieren, etwas bestätigen, zum Beispiel den Empfang einer E-Mail, Entschuldigung, die Begeisterung, Sachwert und Zögern, Wahatje. Also was haben wir heute gelernt oder worüber haben wir heute gesprochen? Wir haben über unterschiedliche Kommunikationsformen gesprochen. Wir haben Namen und E-Mail-Adressen buchstabiert und wir haben auch den mit den formellen Telefongesprächen und E-Mails verbundenen Wortschatz geübt. Also ich hoffe, dass das für Sie eine kleine Zusammenfassung war. Ich werde das, also das werden Sie natürlich ja in den Materialien bekommen. Also die Liste, eine Liste dieser Wendungen. Und ich hoffe, dass Sie diese Liste oder diese Wendungen in Ihrem beruflichen Leben, wie ich schon gesagt habe, verwenden. Also das kann man wirklich verwenden, das kann man wirklich konsultieren. Und natürlich muss man auch ein paar andere Informationen eintragen. Aber trotzdem glaube ich, dass diese Wendungen ziemlich behilflich sein können. Also vielen Dank für unser heutiges Treffen und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za udział w naszym dzisiejszym spotkaniu i życzę Państwu miłego dnia. Ja również dziękuję. Ja chciałem jeszcze tylko przypomnieć, że niedługo wyślemy do Państwa PDF ze słownictwem, które było zawarte podczas tego webinarium, a zaproszenia na kolejne webinaria wyślemy do Państwa prawdopodobnie koło 10, koło 12 lutego, więc mogą Państwo niedługo się spodziewać od nas korespondencji. Także dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejne webinaria.